So, meine Damen und Herren, willkommen wieder bei mir beim YouTube-Kanal. Ich gehe heute wieder in den Wald und wie und was ich mache, das seht ihr alles gleich. Also kommt mit! So, ich bin jetzt hier am Ort quasi meiner Begierde angekommen. Ich habe mir auf Google Maps oder für die Apple-Fans auf Apple Maps ein Fleckchen ausgesucht und bin jetzt einfach mal darauf los, um zu gucken, könnte es was sein? Ja. Also hier dieses kleine Fleckchen. Ich bin, glaube ich, relativ weit ab vom Schuss. Die Straßen und alles hört man nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gerade, sehe ich, ein schönes kleines Fleckchen. Okay, es geht etwas abwärts, dass man, wenn ich jetzt ein Feuer mache oder so, dass man das jetzt nicht von außerhalb sehen kann. Es ist so oder so sehr trocken, deswegen muss man Brandschutzverordnungen, ich weiß nicht, ob die hier irgendwo greifen, aber auf jeden Fall sollte man die auch kennen. Und offenes Feuer bei den Temperaturen, die gerade herrschen oder auch bei dieser Dürreperiode, ist enorm gefährlich. Und da sollte man auf jeden Fall einmal darauf achten, dass man das richtig macht oder ob man überhaupt ein offenes Feuer macht. Für meinen Teil, ich baue jetzt erstmal auf und schaue dann nach passendem Werkzeug, dass ich mir dann vielleicht auch eine kleine Feuerstelle machen kann, wo ich dann noch gleich noch ein bisschen kochen kann. Mal gucken, ob ich noch irgendetwas Tolles finde zum Essen, Kochen, wie auch immer. Puh, so Leute, mein Setup steht. Und ich will euch das mal gerne zeigen. So, jetzt muss ich vielleicht mal ein paar Meter zurückgehen. Okay, der Rucksack, der sollte eigentlich am Baum hängen, aber ist ja nicht schlimm, denn es regnet ja nicht. Hier vorne habe ich mein Tarp aufgebaut. Darunter meine Hängematte. Sehr schön. Alles schön nett abgespannt. Da unten geht das Tarp bis zum Boden, weil der Wind relativ aus der Richtung dort hinten kommt. Oder von da, ist ja wurscht. Hoppala. Und ja. So sieht halt mein Setup aus. Ja, es fängt auch langsam an zu dämmern. Ich werde mal schauen, dass ich mir vielleicht ein klitzekleines, süßes Feuerchen mache und mich dann vielleicht irgendwo anlehne. Vorne haben wir... Ich werde vielleicht meinen kleinen Kocher rausholen oder ich werde mich gleich in den Schlafsack verkriechen. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Weitergeht. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal etwas sammeln. Also Feuer. Ich musste mir erstmal ein bisschen Zunder besorgen. Feuer werde ich heute Abend nicht mehr machen. Das werde ich so nicht mehr schaffen. Und da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Ich werde dann gleich ab in die Kajüte. Aber morgen früh für einen schönen leckeren Kaffee, das lasse ich mir nicht nehmen, mache ich ein schönes kleines Feuerchen und dann koche ich mir meinen Kaffee. So, ich liege gerade in der Kajüte quasi. Es ist schon mehr oder weniger halbwegs dunkel. Also die Sonne ist nicht mehr am Horizont, die Vögel fangen an zu zwitschern. Und... ja, ich schalte gleich ab und dann morgen früh irgendwann baue ich ab, trinke meinen Kaffee ganz genüsslich
Und dann geht's wieder in Heimat. Bis denn, eine ruhige Nacht. So, nochmal mein kleiner Statusbericht. Einen Moment, ich werde nochmal ganz kurz dimmen. Statusbericht. Ja, wie ihr seht, es ist immer noch relativ hell. Aber ich bin müde und werde jetzt auch langsam die Äuglein zumachen. Ich habe noch ein bisschen was übergezogen. Man weiß ja nie, ob es in der Nacht noch kühl wird. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin. Rüdo. Guten Morgen, Leute. Ich wollte euch das nicht antun, wie ich aufstehe. Ja. Guten Morgen. Ich habe relativ gut geschlafen. Es war sehr kühl. Ich habe ein wenig gefroren. Der Schlafsack war ein wenig zu kalt. Aber was nicht tötet und so ein Zeug, ne? Kennen wir ja alles. Na gut, ich werde jetzt erstmal kurz abbauen und dann werde ich mir noch schnell einen Kaffee kochen. Und dann geht's los. So, hier für meinen kleinen Kaffee nehme ich meinen kleinen, was ist das? Das ist kein Hobokocher, es ist irgendwas aus der Reihe quasi, irgend so ein China-Produkt. Aber es hält, was es verspricht. Und bei dem Wetter, da es ja auch sehr trocken ist, habe ich mir so eine schöne kleine Kuhle gegraben. Und da sollte das eigentlich funktionieren. Ach, bevor ich es vergesse, hier habe ich nochmal meinen Kaffeepott. Mit dem werde ich jetzt gleich erstmal ein schönes Käffchen machen. Mal gucken, ob der schmeckt. Ich habe es den einen Tag mit 2 Löffeln versucht. Zieht dann schon die Schuhe aus, ja. Jetzt muss ich erstmal das ganze Kletterradatsch zusammenbauen und dann. So, dann einmal ab mit dir in die Mitte. Und ja, ich weiß, man sollte eigentlich, man sollte das benutzen, was man in dem Moment für richtig hält. Und ich bin heute mal ein Feuerzeugtyp, aber da ich ja gestern Abend schon fleißig war, habe ich ja noch ganz viel Zunderscheiße gesammelt. Birkenrinde, natürlich nur von Totholz. Oh, ich habe hier sogar noch einen Hering drin. Ne, sogar noch 2 Heringe. Ach, ist das schön. Mein Portemonnaie, falls ich verbrennen sollte, damit man mich noch identifizieren kann. So, denn ich mache jetzt erstmal ein kleines Feuerchen, meine Damen und Herren. Und dann kümmere ich mich um den ganzen restlichen Kladderadatsch.
macht auf jeden Fall gut Feuer, das Ding, ne? So, mein Kaffee ist jetzt schon mittlerweile alle. Ich habe echt total verrafft, ein Video noch davon zu machen oder zumindest das aufzunehmen, wie ich meinen Kaffee schlürfe, was aber auch nicht wild ist. Ich lasse jetzt den Raketenofen oder wie man das auch nennt, lasse ich jetzt auskühlen. Dann lösche ich die Stelle ab und dann werde ich mich auch langsam gen Heimat bewegen. War ja nur eine kurze Nacht, also von daher alles entspannt. Nur ich muss mir darüber Gedanken machen, was ich mir für einen Schlafsack hole. Ich bin so, glaube ich, so ein kleiner Frostköttel. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr für Schlafsäcke nutzt. Ob ihr überhaupt Schlafsäcke nutzt, wie auch immer. Wenn ihr in der Hängematte liegt. Seid ihr übrigens Hängemattenschläfer oder seid ihr Bodenschläfer? Das auch einmal in die Kommentare. Sehr wohl, ich würde mich freuen. So, Leute, der letzte Kaffee ist getrunken. Oder der letzte und einzige Kaffee. Einen Moment, ich muss euch erstmal ganz kurz ein bisschen in Position bringen. Ich weiß, ihr habt das bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Aber fick doch die Wand, echt. Also, wie auch immer. Also, Leute. Feuer ist ausgebrannt, was natürlich super ist, da ich euch jetzt mal zeigen kann, was ich für heute Nacht hatte. Und zwar Hängematte hatte ich New World. Das ist so ein, chinesischer Hersteller. Ich habe keine Ahnung, von Amazon. Ich kann euch den Link natürlich auch noch unten mal reinpacken, was auch ziemlich cool ist. Also die Hängematte, die bringt, die hält bis zu 300 Kilo aus, also wenn ihr ein Schwergewicht seid, gar kein Problem. Mein Sohn und Mann liebt die Hängematte. Das Tarp habe ich natürlich hier noch, ist von Unigear, ein Hammerteil. Mit dabei sind 6 Heringe, 6 Quarts, es sind 6 Aufhängungen, eine Seite Silber, eine Seite Braun, Oliv, Mokka, was weiß ich was. Es gibt viele unheimliche Sachen, die man damit machen kann. Es gibt so viele Setups. Ich bin gerade dabei, also ich mache ein Dach über meiner Hängematte und dann ist das alles gut. Ich spanne das immer mal ein bisschen unterschiedlich, mal ein bisschen enger, mal ein bisschen weiter, mal schräg und dann nach vorne offen, damit ich dann darunter vielleicht noch ein Feuerchen machen kann. Was natürlich ideal ist. Und es macht einfach nur Spaß, damit zu arbeiten. Und echt kompaktes Packmaß bringt vielleicht jetzt meine persönliche Einschätzung dazu sind 800 Gramm. 800 bis nee, nicht mal 800 Gramm. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall leicht. Passt in jeden Rucksack. Die Heringe und die Quarts sind alle separat in einem für sich verpackten Beutelchen. Dann habe ich noch Reis und Salz mit dabei, falls ich mal Hunger habe. So, jetzt kommt es natürlich zum wichtigsten Teil. In der Zeit, wenn die Waldbrandgefahr sehr hoch ist, dann mache ich kein offenes Feuer, dann nehme ich meinen Raketenofen oder Pocket Stove oder wie Bushbox gibt es ja auch noch. Aber ich nehme heute meinen Raketenofen, der ist nicht gerade so optimal, aber für eine Nacht reicht der vollkommen aus. Und zwar den hier vorne. Oh. Also hier vorne, der ist aufgeteilt in 3 Sektionen. Einmal hier oben das Kopfteil, wo man die Füße auch noch verstellen kann. Ne? Also ich habe es jetzt ganz klein für meinen kleinen Mokka-Maker, den kann ich euch auch gleich noch zeigen. Den gibt es eigentlich überall zu kaufen, für ein Apfel und ein Ei. Dann im Brennraum, ne? Mit Holzkorb.
Und mit der doppelwandigen, mit dem doppelwandigen, mit dem doppelwandigen Hauptteil, will ich jetzt mal so sagen. Und dann nochmal mit dem Fuß. Na, hier unten sind halt Lufteinlässe, damit das Ganze rauchfrei vonstatten geht. Man setzt das dann zusammen. Ganz einfach. Und dann geht's los mit dem Befeuern. Na? Also ihr kennt das ja bestimmt schon aus den ganzen anderen Videos von anderen YouTubern. Da unten wird die Luft reingezogen in die Zwischenwand. Dort wird sie erhitzt, kommt oben in die Lufteinlasslöcher wieder raus oder Luftauslasslöcher, wie auch immer. Und wird dann halt mit dem Rauch, der dabei entsteht, also die Holzgase, wird damit dann halt verbrannt. Dadurch entsteht quasi kein Rauch. Was den Vorteil hat, man wird nicht so schnell entdeckt, wenn es jetzt irgendwie darum geht, irgendwie eine Survival-Situation oder so, man wird schwieriger entdeckt, da es halt keinen Rauch gibt und man euch quasi nicht wirklich orten kann. Das bringt aber auch nur dann was, wenn das Holz wirklich hochwertig ist. Wenn man jetzt so ein Kackholz hat, wie ich teilweise, dann räuchert der immer noch, aber minimal. Dann habe ich natürlich meine Nieren-Bundeswehr-supergeile Aluminiumtasse, wo ich mich ärgere, dass ich nicht wie der Stefan von Survival Deutschland diese mit Titan hat, den Titangriffen, denn die sind feuer- oder hitzeresistent. Was ziemlich cool ist, denn ich habe gerade eben mir einen Kaffee machen wollen und da habe ich erstmal Wasser aufgegossen und dann habe ich erstmal schön zum Köcheln gebracht, weil ich wollte eine große Tasse haben und nicht so eine kleine mickrige Tasse wie aus dem Espresso Maker. Und der ist mir dann tatsächlich, weil es zu heiß war, ist er mir dann runtergefallen und das ganze leckere Wasser weg. Na, auf jeden Fall nutze ich auch noch mein Espresso Maker oder ein Mokka Maker oder ein was weiß ich was Maker. Ich sag dazu Espresso Maker, aber ihr könnt gerne in den Kommentaren unten erzählen, was das ist oder wie ihr das nennt, ob das eine Kaffeekanne ist. Oder ein Espresso-Maker, ein Mokka-Maker oder was weiß ich was. Den gibt es übrigens überall zu kaufen, ne? Brauche ich nicht unten verlinken, gar nichts, super. Und dann mein Rucksack. Das ist irgendwie so ein Tracking-Rucksack. Und ich weiß jetzt gar nicht, welcher Hersteller das ist. Ist nicht so ein Survival-Kack, wo du super viel verstauen kannst. Also da drin kannst du super viel verstauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter Fassungsvermögen das Teil hat. Und da kann ich aber irgendwann nochmal separat ein Video zu machen, was das ist. Den habe ich für 30 Euro auf dem Flohmarkt bekommen. Neupreis war, ich glaube, 150 oder 190 Euro irgendwie so in dem Dreh. Also ein Schnapper. Flohmärkte lohnt sich immer. Dann habe ich noch Paracord von Mammut. Den Link kann ich euch nicht verlinken oder ich kann euch keinen Link da reinstellen, denn es bringt nichts, denn ich habe das direkt bei SFU gekauft. Feuerstahl habe ich keins benutzt. Heute habe ich ein Feuerzeug benutzt, aber pssst, total unsurvival-mäßig. Toilettenpapier, Zahnputzzeug und so weiter und so fort. Muss ich euch ja nicht hier noch erklären, was ich da benutze. Hakle, Toilettenpapier, Kamillengeruch, Colgate Zahnpasta und eine, ich glaube, eine Aldi Zahnbürste. Ist ja auch nicht so wild. Was habe ich da noch? Ah ja, mein Messer. Ich habe heißt es Mora Kniff. Und dann habe ich noch etwaige Messer dabei, von Leatherman, ein Multitool, ein Taschenmesser zum Schnitzen von irgendwelchen Sachen. Dann habe ich noch so ein Riesen, eine halbe Machete, keine Ahnung, wer der Hersteller ist. Den Link kann ich euch, wenn Interesse besteht,
ich verlinke euch einfach. Ne, ich verlinke das Ding einfach mal und dann ist gut. Dann ist gut, gut, gut. Ne? So, für mich war das jetzt. Ich werde jetzt noch den Rest einräumen und dann mache ich mich auch von dannen. So, wie gesagt, ich bin jetzt gerade an dem Betrieb vorbei, der, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das ist, Ziegen, Schafe, Schafsziegen, Hirtenziegen, ach, keine Ahnung. Also Rinder sind es nicht. Ich bin gestern Abend, als ich hier lang gegangen bin, an einem Schild vorbeigegangen. Da dachte ich nur so, hoho. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo lang? Ah, okay, ich weiß, wo lang. Und dieses Schild besagt, Achtung, kreuzende Ziegen oder Schafe. Wie auch immer. So, ich muss mich ein bisschen sputen, denn ich habe noch Termine. Und in diesem Outfit kann ich schlecht, obwohl ich habe Hunger. Ich will jetzt gleich erstmal was essen. Ja, ich hätte ja auch da was essen können, aber da hätte ich nur Reis gehabt und das wäre blöd gewesen. Also die Straße, die kommt auf jeden Fall auch schon näher. Also die läuft quasi halb parallel zu dem Weg, zu dem ich jetzt gerade laufe oder gehe in einem schnellen Schritt. Und ich denke mal, ich bin in 5 Minuten am Auto, wenn alles gut geht und ich mir nicht noch unter Umständen das Bein breche. Aber es wird auf diesem Weg, welcher ja so oder so sehr eben ist, wo ich jetzt keinen Sand in den Schuhen habe. Auch lustige Geschichte, ich war gerade auf diesem komischen Sandweg hier im Wald. Und weil ich ja meine Trekking-Schuhe im Auto liegen habe, heißt so viel Sand in den Schuhen. Ich werde die gleich erstmal ausleeren. Mal gucken, was ich drin finde. Gold, Geld, ist natürlich alles möglich, ne? Und hier sind auch so schöne Hügel, von wo aus man unter Umständen, wenn es zu einer Survival-Situation kommen sollte, irgendwann mal, falls, dann könnte man diesen Hügel nutzen, um sich dort zu positionieren, um dann gegebenenfalls Angreifer in Schach zu halten oder fernzuhalten. Oder zumindest um zu gucken, um schon vorher zu sehen, was ist das für ein Typ, will er mir blöd kommen oder nicht. Und dann gegebenenfalls seine eigenen Leute. Oh, schaut mal her. Das hier sind, ich glaube, man nennt die auch Vogelbeeren, ne? Ich habe keine Ahnung. Schreibt das einfach mal in die Kommentare, wie man diese schönen Beeren nennt. Die sind auf jeden Fall nicht essbar. Meiner Meinung nach. Also für Vögel, ja, die kacken die auch wieder aus. Aber nicht für uns Menschen. Die sind dann echt unangenehm für die Verdauung. Ja, es gibt ja so viele schöne Sachen hier im Wald zu entdecken. Und gleich entdecke ich Autos. Ja, ich sehe schon die ersten Autos an der Straße langfahren. Sag ich ja, quasi parallel. Also es ist ja nicht wirklich parallel, wenn sich die Wege irgendwann kreuzen. So, die Zivilisation hat mich noch nicht ganz wieder, aber halb. Also ich bin jetzt gerade auf einem Waldweg, auf dem, wo ich auch gerade gekommen bin oder gestern gekommen bin. Habe jetzt hier natürlich, das Problem ist, ich habe keine super geilen, krassen Autoschuhe an. Meine Wanderschuhe habe ich nicht an, denn ich bin quasi direkt von der Arbeit los. Okay, meine Wanderschuhe sind bei mir im Auto, aber das
Problem ist einfach, ich hatte keinen Bock, die gestern Abend noch anzuziehen, als ich dann um 9, ja, 8:30 losgegangen bin. Dann hätte ich ja wieder 100 Stunden gebraucht, die zu schnüren und so weiter und so fort. Aber nö, passt schon. Passt schon.